Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, wir sind bei einem weiteren Teil des Bastelabends, während wir hier noch Aufnahmen aus Teil 5 sehen, sind wir jetzt inzwischen bei Teil 6. Und da sehen wir hier mal Klein Nandorf in seiner ganzen Pracht, also alle drei Module. Irgendein Dödel hatte hier einen Finger vor der Kamera und hier nochmal in Schrägansicht, wo wir jetzt sehen, dass also diese Erdarbeiten auch noch nicht so ganz abgeschlossen sind. Ungeachtet dessen, droht hier weiteres Unheil, weil wir müssen jetzt hier den Bahnsteig gestalten. Ja, und das ist hier eine Masse, das ist ein Gemisch aus Sand und Steinsand. Und das ist also hier mit dem Wasser-Leim-Gemisch, also einer streicht auf, der andere verteilt das ein bisschen mit dem Pinsel. So hat quasi jeder seine Aufgabe. Ich glaube, ich war der, der das drauf streicht. So sieht es ja zumindest aus. Weil es noch nicht schnell genug ging, machen wir jetzt hier einen kleinen Sprung. So sieht es dann aus, wenn es so, frisch fertig ist. Das heißt also, typisch für jetzt solche Bahnsteige aus Split, so ganz gerade sind die ja eigentlich nie. Am Rand ist noch eine Straße, die entsteht auf genau die gleiche Art wie der Bahnsteig, also auch mit diesem gleichen Material. Also auch da ist es ist ja hier eine eher unbedeutende Straße in einem winzigen Ort. Also da ist noch nichts mit Pflaster in der Zeit. Da hat man also irgendwie seine irgendwelchen Steinsand dahin geschmissen und hat das platt gewalzt. Und das musste reichen. Das war übrigens in viele Straßen. Also ich habe bei mir im Museum, habe ich ja unter anderem auch die Fotosammlung in meinem Bereich. Da, wenn ich dort alte Straßen sehe, also um die Jahrhundertwende herum, also um 1900, da sind sehr viele Straßen, die also nicht irgendwie gepflastert oder gar mit Asphalt, sondern das sind einfach irgendwelche Sandpisten, die aber relativ gerade aussehen. Also da sind keine Spuren und nichts zu sehen. Die sind also richtig glatt. Das ist also mit den damaligen Fahrzeugen, also wenn man da mit Pferden unterwegs war und mit Pferdewagen, also hat man da irgendwie kaum Spuren hinterlassen. Das ist also auch bemerkenswert, dass das eben auch nicht einfach hingeschüttet war, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, sondern dass das eben auch, wie auch immer gestaltet wurde, dass das eben auch ein bisschen was ausgehalten hat. Ja, hier haben wir dann die fertige Straße, also noch im feuchten Zustand. Und das gleiche nochmal ein Stück weiter hinten. Hier sieht man auch den Bahnsteig. Na, also so, das sah ja vorhin sehr uneben aus. Das ist es jetzt eben, wenn es abbindet, dann nicht mehr. Na, das ist also relativ glatt. Und hier ist der Kollege gerade dabei, dann noch einen Weg anzulegen, der hier über die Bahn geht. Ja, hier hat sich einfach so ein Bild von einer E-Lok mit, einer interessanten E-Lok mit reingeschmuggelt. Na, die stand da irgendwo rum und hat mir gefallen, deshalb ist es hier drin. Ja, hier sind es dann das nächste Projekt. Das wird ein Modul mit einem Viadukt. Und da gehört dann noch ein zweites Modul dazu. Hier sind also die Einzelteile. Das ist also ein polnischer Hersteller, der also fertige Module anbietet, also Modulbausätze. Ja, und während der Kollege diese Modulbausätze montiert hat, das sehen wir dann noch gleich, mache ich das, was ich immer mache, oder meistens, ich mache wieder grün. So, und das ist sozusagen, werden dann die ersten grünen Stellen in
kleinen Nahendorf, wo also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier bespreche, auch immer noch viel Arbeit ist, weil da jetzt, weiß ich nicht, die zweite oder dritte Schicht drauf ist. Da ist also noch ein bisschen was zu tun. Hier sind wir jetzt bei der ersten, na, von wahrscheinlich vier solchen Schichten. Ja, wir haben hier vorne auch dieser Einsatz, den wir da sehen, ne? Das ist also der sogenannte Wattenscheider Schacht, so heißt das im Fremo. Na, da ist, den kann man rausnehmen und kann dort ein Signal rein tun. Da hätte dann quasi entweder Kleinnahendorfer Ausfahrtsignal, was es im Vorbild nie hatte, oder es ist eben jetzt auch irgendein, naja, irgendein Streckensignal halt, was dann, also für den Fall, dass hinter Kleinnahendorf gleich die nächste Betriebsstelle ist, das ist ja möglich, dass wir irgendwie die Züge aufhalten kann. Ja, und dann kommen hier wieder die Grasfasern drauf, wie wir das oft gesehen haben. Ich hoffe, das geht euch nicht auf den Geist, dass ich das, das wird also so weitergehen, weil das ist ja jetzt so ein bisschen, naja, nicht wie wach, wie wa also nicht der Ansatz, wie mache ich etwas, ne? Sondern das ist jetzt ja, wie das bei verschiedenen anderen Kanälen ist, dass also sozusagen die täglichen Betriebsamkeiten, die man so hat, dann hier dokumentiert werden. Wenn es also immer nur darum geht, ne, irgendwas zu zeigen, ne, was wir vorher nicht gezeigt haben, dann wird es wahrscheinlich relativ wenig Videos auf dem Kanal geben. Ja, das ist wieder eine Farbe, die wir hier drauf gebracht haben. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich sage es mal wieder. Ne, also bei mir kommt, ich hatte auch mal irgendwann eine Frage, welche Grasfaser nimmst du? Ja, mein Gott, das, was gerade da ist. Also ich habe da keine besonderen. Also ich nehme, habe zum Beispiel nichts von Faller, weil ich da der Meinung bin, dass die Designer von Faller, also zumindest zeitweise, ihre Probleme mit Farben hatten. Ich will jetzt nicht das böse Wort farbenblind sagen, was ich sonst immer verwende. Aber es sind manchmal so, da kommen so Farben raus, wo ich mir sage, das hat mit Natur nichts zu tun. Das sind irgendwelche Kunstfarben, die sind viel zu grell und. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie das aktuell ist. Also ich habe den ja Material lange nicht mehr gesehen. Na, also, und es wird immer gemischt. Grundsätzlich wird gemischt. Es kommt nie irgendwas Reines so aus der Tüte jetzt in das Begrasungsgerät. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Na, weil Gras eben so nicht ist. Das ist, besteht nicht aus Dingen, die gleiche Farbe haben, sondern die werden angestrahlt von der Sonne. Unterschiedlich, haben einen unterschiedlichen Winkel und da sieht jede Faser anders aus und das soll eben hier auch so sein. Ja, ich sagte vorhin, wir sehen da noch ein bisschen was vom Brückenmodul. Das ist jetzt im Großen und Ganzen schon montiert. Na? Das haben wir jetzt quasi verpasst, aber ich der, denke mal, der Gehalt jetzt sich das hier im Einzelnen, ich denke mal, das ergibt sich. Ne? Also Wunsch, jetzt wo ich es jetzt bespreche, kann ich es natürlich noch nicht verlinken. Das kann ich erst, wenn ich es hochlade. Da ich das allerdings gerne vergesse, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr dann noch den Hersteller, wenn ihr da einen Link haben wollt. Na, dann liefere ich den noch nach. Ja, der hat einige interessante Produkte. Also auch nicht unbedingt immer nur Fremdmodule. Er hat auch da eigene Systeme. Und auch so ein bisschen andere, auch für andere Spuren. Und ja, also bei dem musste man, glaube ich, irgendwann musste man nacharbeiten, aber es war relativ wenig. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier jedes alles nacharbeiten muss. Man muss natürlich das alles auf die eigenen Bedürfnisse ein bisschen anpassen. Hier haben wir dann schon mal einen kleinen Fingerzeig, wie es dann aussehen soll. Das Viadukt muss allerdings dann noch angehoben werden, dass es das Gleisniveau erreicht.
Und ja, hier sind diese Hölzchen schon drin, ne, um das anzuheben. Und dann geht es allerdings hier darum, jetzt die Module aneinander anzugleichen. Da gibt es also noch ein zweites Modul, was da dran soll. Und da wird es ein eigenes Profil geben, na, dass die beiden zusammenpassen und auch zusammen dann möglichst eingesetzt werden sollen. Das ist das zweite Modul, was dann dazu noch im Bau ist. Ja, und dann hat gibt es hier so eine kleine Bastelei, eine Elektronikbastelei, da hier ein Bauteil in einem Booster einen Abflug gemacht hat, und zwar von einem unserer Schattenbahnhöfe. Und naja, da muss es halt ausgelötet und ersetzt werden. Und das passiert jetzt hier gerade. Ja, und dann ist natürlich das Thema, dass jetzt hier Kleinnahndorf auch noch ein bisschen grün gemacht werden muss. Und dazu gibt es dann hier die entsprechenden Tätigkeiten. Hier wird erstmal der Rand begrast, also nur ein schmaler Streifen, weil dahinter soll dann ein Feld, wobei jetzt noch nicht so hundertprozentig raus ist, was für ein Feld, aber wir tendieren dann irgendwie Kartoffeln, also irgendwelche Reihen. Und das ist auch eine Geschichte, die möchte ich erstmal in einem meiner Kurvenmodule ausprobieren, weil es dann ja schade ist, wenn wir hier das irgendwie beim Experiment hier im Bahnhof vergeigen. Da ist das, sagen wir mal, im Kurvenmodul, wenn das da nicht so geklappt hat, ist das nicht so schlimm. Na, weil auf dem Bahnhof eher dann noch mehr Augen gerichtet sind als bei irgendeinem Streckenmodul. Ja, deshalb werden wir hier das erstmal noch ein bisschen kahl lassen, das Feld. Und ich wäre dann wahrscheinlich bei der Ausstellung in Brno, oder ich nehme sie hier mit zum Bastelabend, die Module, und werde dort quasi die Tests machen. Das müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ja, und dann braucht natürlich Kleinnahndorf noch ein Empfangsgebäude. Und da wurde entschieden, dass also zwei Bausätze, einer oder zwei Bausätze, weiß ich jetzt nicht so genau, von dem Auhagen-Bausatz von Obergittersee, na, das ja auch an der Windbergbahn ist. Ich habe ihn auch schon, also fertig gebaut, habe ich ihn auch schon als Ersatzgebäude bei mir im Bahnhof Possendorf gehabt. Und ja, dann entsteht das hier quasi neu. Es wird auch das, nicht das aktuelle Gebäude in Kleinnahndorf gebaut, sondern die ursprüngliche Variante, so wie es in der Epoche 1, dann also kurz nach dem Bau gewesen ist. Das war also da noch ein bisschen kleiner. Und naja, da muss man hier halt ein bisschen dran rumsägen, dass das, dass man das hier entsprechend anpasst. Tja, und hier sehen wir schon, das ist weit fortgeschritten. So ein bisschen was am Dach geändert werden. Und so ist es dann. Naja, fertig ist vielleicht das ein bisschen übertrieben. Aber man sieht, wo es hin soll. Ist natürlich auch wieder dieses typische, die typische sächsische Länderbahnfarbe an dem Gebäude. Im Gegensatz zu den Lokomotiven haben wir hier ja Vorgaben. Ja, apropos Gebäude. Ich habe ja schon eine ganze Weile meinen Güterschuppen im Rohbau. Also so wie er hier zu sehen ist in Rot, ist er, also steht er quasi schon auf meinem Bahnhof. Und da muss es jetzt einfach mal weitergehen. Das heißt, es müssen die Fenster rein. Und es muss vor allem ein Dach drauf. Ja, und ich habe ausgehend von der Dachschräge, die also sozusagen das Gebäude vorgibt, habe ich jetzt hier, naja, so ein bisschen was, so ein bisschen ein Balkenwerk konstruiert, was man jetzt auch nicht so sieht, ne? Ich
Also ich hätte es auch anders machen können, aber naja, es war ein bisschen. Ich weiß auch nicht, also wer jetzt hier so da vom Fach ist, der rennt natürlich wahrscheinlich schreiend davon, was ich mir jetzt hier so erst gedacht habe. Na, aber auf jeden Fall wäre ich da jetzt mehrere trocken und dann das Dach, das würde aus dünnem Holz, 2 mm Sperrholz gebaut und da kommt dann Dachpappe drauf. Hier sehen wir dann noch die, ja, so wie ich es dann also trocken werde. Na, also die Dachsparren werden sie wohl genannt. Ich hoffe es zumindest. Ja, das ist auch noch was Lustiges. Das ist ein sogenanntes Transportbrett. Ne? Also hier werden dann die Module, wenn sie transportiert werden sollten, reingehangen. Das habe ich hier gemacht, weil das so ein bisschen, naja, zumindest teilweise zur Norm wird bei uns. Also ich habe das irgendwann mal gesehen bei jemandem, habe das dann nachgebaut, habe das hier so meine eigenen, habe das mir lasern oder fräsen lassen. Das ist, was wir hier haben, ist auch, glaube ich, gesägt. Das weiß ich gar nicht so genau. Und naja, das ist also so gedacht, dass wir hier Sachen, diese Module auch schön stapeln können. Und das wollte irgendjemand die Maße haben und da habe ich es halt hier einfach auf das Brett gezeichnet. Naja, und dann gibt es noch so diverse Dinge, die man jetzt so mit Vorbildbezug macht, wie das hier ist zum Beispiel der Güterschuppen, der noch steht in Otterwisch, bevor der irgendwann mal zusammenfällt oder weggerissen wird. Er ist eh schon bunt bemalt, habe ich hier mal das im Foto festgehalten. Ja, dazu sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst, die klassischen YouTuber-Sätze, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, es gibt dann auch bald den Teil 7, den habe ich schon so gut wie fertig. Ja, dann wäre auch ein Abo sehr schön. Einen schönen Abend, macht was draus.